Hi und herzlich willkommen zu deinem Podcast Be You and Be Happy. Der Podcast, mit dem du dein Leben maximal erfüllst mit Happiness, Glück, Zufriedenheit, Bewusstsein und moderner Spiritualität. Deine Happy Coaches Biene und Juli begleiten dich, geben dir Tipps, Tricks, Ideen und Anregungen, wie du jeden Tag zu dem Besten deines Lebens machen kannst. Und jetzt geht es auch schon los. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Juli. Und mein Name ist Biene. Juli, heute habe ich mal folgende Frage an dich. Und zwar habe ich letztens wieder so Menschen gesehen, wo ich so denke, irgendwie so, boah, die sind so irgendwie, auch so junge Leute schon, so total perspektivlos, so ohne irgendwelche Ideen für die Zukunft. So, kennst du auch so Leute? Ja, die kenne ich. Martina und Martin, die zwei O-Leidige. Total im Trott, total festgefahren, die sind wie tot. Weißt du, wenn du das siehst, so, da ist kein Feuer mehr dahinter, da brennt nichts mehr. Die sind wirklich so, wie so Zombies. So, weißt du? Okay. So sind die. Schrecklich. Ja. Das ist nicht schön. Also, da habe ich ein bisschen Angst davor. Ja. Weil, weißt du, kannst du es nachvollziehen, wie ich das meine? Ja, es ist ja total, wenn du schon sagst, wie tot, ne? Also, ja. Ich sage ja immer auch zu meinen Coaches, es ist ganz, ganz wichtig, neben all der Arbeit und Erfolg und so bei sich zu sein, auch tatsächlich sich im Leben auch Abenteuer zu kreieren. Ja. Ja? Ja. So richtig so, dass du mal irgendwas völlig, völlig Beklopptes machst. Ja, so. Keine Ahnung, Fallschirmsprung. Habe ich gerade auch gedacht. Das ist ja der Klassiker irgendwie, ja, mit dem Fallschirmsprung. Genau. Ne? Ganz genau. Weil das, wir hatten es gerade kurz in der Vorbesprechung da, es geht darum, wirklich ein Leben ist wie ein Fluss. Und so ein Fluss ist nicht eben so ein begradigter Kanal, sondern ein Fluss schlängelt sich so durch. Ja. Und da möchte ich dieses Beispiel angeben. Es gibt so Heilpraktiker, die arbeiten mit der Herzvariabilitätsmessung. Das heißt, die messen dir dein EKG sozusagen, also deinen Puls, dein Tutup, 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 ja. Und da ist es so interessant, also jetzt nicht herzrhythmusstörungsmäßig, aber je mehr Variabilität zwischen den einzelnen Schlägen liegt, also dass die Pausen nicht ganz gleichmäßig sind und also wie gesagt, nicht so schlimm, dass es Herzrhythmusstörungen sind, aber dass eine gewisse Variation da drin liegt, umso gesünder ist der Patient. Das ist sehr interessant, ja. Also, dass du sagst, dieses Auf und Ab, und das darf auch, also selbst ein Auf und Ab kann ja, wenn es immer gleichmäßig ist, auch total monoton werden. Also Monotonie ist sozusagen wie die Flatline, dieses Piep, wenn der Patient dann auch tot ist, ne? Ja, und das macht auch Monotonie mit uns. Und ja, über dieses Thema nachzudenken, wäre dann ja die Frage, oh ja, mein Gott, ja, wie mache ich das denn? Ja, und da habe ich als Coach, oder nicht nur ich, das ist so ein ganz, ganz großes Coaching-Tool, das Vision Board. Ja, voll cool. Hast du auch schon gemacht, ja, ne? Ist auch eine meiner Favorite-Aufgaben, die ich meinen Coaches gebe, ein Vision Board herzustellen. Also, wo du deine Visionen, deine Wünsche letzten Endes dir, wie auch immer geartet, hinmachst. Ich erkläre gleich mal, ich habe eine ganz, 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 ganz richtig geile neue Idee wie gesagt, ich gehe auch zu Coaches, von meinem Coach bekommen, einer meiner Coaches bekommen. Und da geht es wirklich darum, dass du das zum Beispiel in ein Bild fasst, darf aber auch ein Spruch sein, du kannst auch irgendwelche Postkarten finden, die dir interessant ist, die einen netten Spruch haben oder ein nettes Bild haben oder sonst irgendwas. Und es geht darum, dass du dir das visualisierst, das heißt, dass du es immer wieder siehst. Und ich habe gerade bei dir, wir hatten es ja gerade davon im Vorgespräch gesehen, du hast dein Vision Board in deinem Zauberbuch. Ja. Ja, da siehst du es aber nicht immer, höchstwahrscheinlich. Nicht immer, nein. Seltenst, ne? Ich blättere mal ab schon und oft, nee, ich blättere schon oft, weil ich lese mir mein Buch natürlich auch durch, von vorne bis hinten, weißt du, so, was hat sich verändert, ja, cool, wie war der Anfang, wie bin ich jetzt, was kommt noch?
Und dann stoße ich natürlich immer wieder auf mein Vision Board. Und da sind ganz viele bunte Bilder drin, die ich ausgeschnitten habe. Oder auch, wie du sagst, schöne Sprüche sind drin. Und das motiviert mich tierisch. Ja, ganz und genau. Eins werde ich ja auch umsetzen nächstes Jahr. Du siehst, in der Mitte war eine große USA-Flagge mit einer Karte von USA, mit der Rundreise. Ich habe die Rundreise, wie ich sie machen werde, auf dieser Karte eingezeichnet, habe die Orte noch drunter geschrieben und tada, nächstes Jahr bin ich in USA. Ja, super, ganz genau. Und jetzt mein brand new Tip for you. Ich habe wirklich, also ich bin selber so begeistert, weil ich das so schön finde. Und zwar habe ich den Tipp bekommen, also erstens musst du das Vision Board immer sehen. Das heißt, also du hängst es dir am besten an diese Wand da. Okay. Ja, wo du wirklich, wenn das dein Essplatz ist, wo du jetzt auch sitzt, ist das dein normaler Essplatz? Oh, jetzt kommt's. Ich gebe zu, ich bin Sofaesser. Ein Sofaesser. Ich sitze auf dem Sofa und esse. Ja, dann musst du das irgendwie da, wo der Schrank ist. Ich habe aber eine Idee. Ich kann das vom Schlafzimmer, ich liege im Bett und gucke direkt auf die Schranktür. Die Schranktür ist ja, leer. Ja, Bombe, ganz dahin, genau. Ne? Ganz genau. Das habe ich nämlich auch bei mir gemacht. Also ich habe zwei Sachen. Einmal habe ich jetzt das Neue. Ich habe jetzt im Schlafzimmer... Ich habe mir zwei Korkplatten gekauft. Geil! 3 mm Korkplatten, 50 mal 1 Meter, genau. Zwei Stück, die habe ich nebeneinander geklebt, die sind ein Quadrat. Und jetzt kommt der Trick. Auf der einen Seite des Vision Boards machst du das, was du dir wünschst. Mhm. Also deine Vision, was weiß ich, du willst mal nach USA. Genau den Trip. Je besser, desto besser. Also je genauer, desto besser. Das heißt also, du hast genau diese Rundreise eingetragen, welche Städte und vielleicht noch, was weiß ich, das Haus von Elvis Presley und genau. Was auch immer. Genau. Oder du kannst, was weiß ich, einen Fallschirmsprung oder, also bei mir zum Beispiel, was ich auch echt mal machen will unbedingt, ist eben Abenteuer kreieren. Gibt doch diese Dinger, wo du so komische Anzüge anhast und da, wo so ein wahnsinniger Wind von unten aus dem Boden kommt. Skydiving! Ja, genau, das möchte ich auch unbedingt mal machen. Das finde ich total klasse. Ich möchte auch gerne mal so Segway fahren durch irgendwie eine coole Stadt. Also was weiß ich, entweder... Weißt du was, ich sehe dich gerade schon vor mir auf diesem Segway. Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle. Aber ich sehe dich gerade schon durch die Gegend düsen mit einem Mordsgrinsen im Gesicht und strahl so, yeah, hier kommt Biene auf dem Segway. Wie geil, oder? Ich kann es schon sehen. Voll ja, cool. Erst mach ich ein Mini-Drama, weil ich es nicht kann zuerst. Ne? Ja. Aber das bleibt ja dann ganz, ganz mini nur noch. Und genau, und dann irgendwo, was weiß ich, Miami an der Promenade habe ich sie schon gesehen, aber oder gerne auch durch New York, also wirklich so eine geführte Tour oder sowas. Hammer. Dann auch durch eine geile Stadt. Also nicht irgendwie jetzt nichts gegen Deutschland, aber ich würde gerne so Segway wirklich an einer coolen Location machen. Also so geführte Touristentouren mit Segway. Sydney an der Oper. Ja, gerne auch. Also irgendwie so, ganz genau. Und dann halt, welche Städte möchte ich noch sehen? Ne? Also ich habe auf meinem Vision Board eben zum Beispiel Sydney, dann vor allen Dingen immer über Silvester. Also ich habe die immer so Bilder rausgesucht, wo da Feuerwerk ist gerade. Ja, geil. Weil ich finde, ich habe so viele Jahre... langweiliges Silvester hinter mir. Entschuldigung an meine Familie. Aber ich möchte jetzt einfach irgendwie coole Silvester erleben. Und naja, das ist zum Beispiel so da drauf. Aber du kannst natürlich auch so, wenn du jetzt für dich irgendwie, was weiß ich, ich habe jetzt so zugenommen im letzten Jahr, ja. Und ich möchte, ich habe mich zum Beispiel früher als immer als dick empfunden. Also nicht dick wirklich, aber so als nicht dünn. Mhm. Und wenn ich jetzt Fotos sehe, wie ich 2014, als ich in meiner Hochkarriere meines Laufens war, wenn ich da ein Foto von sehe, dann habe ich einen echten Flash, weil ich denke, boah, Perle, du hast so mega gut ausgesehen. Aber ich habe es nicht empfunden so. Ja, aber ich muss mal sagen, du siehst ja jetzt immer noch hammergeil aus. Ja, danke. Vielen, vielen Dank dafür. Aber das ist ja immer, wie man sich fühlt. Das ist ja das natürlich, Problem. Ja? Natürlich. Und wenn ich jetzt denke, boah, wie unachtsam, wie undankbar, wie unwertschätzend war ich mit mir. Deswegen musste ich vielleicht jetzt auch erstmal so dick werden, um zu verstehen, dass das damals, ja gut, das waren vielleicht keine Modelmaße, aber es war mega, ja, mega. So, auf jeden Fall habe ich dann nochmal ein altes Foto von mir, von so einem Lauf. Also A, weil ich wieder laufen möchte und B, weil ich auch diese Figur ansatzweise wieder so bekommen möchte. Also auch als Visionsbild. So, jetzt kommt der Knaller. Wenn du das auch mit diesen Korkplatten machst, dann habe ich mir noch, es gibt so für ganz kleines Geld bei Amazon gibt es so kleine so kleine Stecknadeln, die stumpf sind und nur so ein Drittel von der Stecknadel, aber so ein Stecknadelköpfchen haben. Die passen genau dazu. Jetzt nimmst du also diese Korkplatte oder auch zwei
Also eigentlich ist wichtig, entweder hast du eine und machst einen Strich in der Mitte oder du hast zwei. Okay. Ja? Und jetzt auf der, in dem Fall, wir lesen ja von links nach rechts, also auf der linken Hälfte machst du alle deine Visionen. Also deine Reise, ich meine im Jogging, tollster Joggingfigur, bla bla bla, all das, was wir gerade gesagt haben. Und wenn du eins erreicht hast, dann nimmst du das und pinnst das nach rechts. Cool! Dann machst du es nämlich auch wirklich und dann siehst du auch. Und du siehst das, was passiert, verstehst du? Du siehst, dass das in Erfüllung geht. Und dann kannst du an dem unteren Abschnitt von der rechten Seite, kannst du noch, das ist ja also sozusagen, das eine ist deine Vision-Seite und das andere ist deine Dankbarkeitsseite. Und in der unteren Hälfte von dem kannst du zum Beispiel Fixpunkte, die du jetzt auch schon hast in deinem Leben, wofür du dankbar bist. Also ich könnte, würde meinen Mann dahin pinnen, meine Söhne dahin pinnen, sowas, ja, wo ich wirklich dankbar bin. Oder zum Beispiel, ich habe mir in letzter Zeit sehr viel Gedanken darüber gemacht, welche große Kreationskraft ich doch eigentlich habe, dass ich mir das mal wieder bewusst mache. Ich war nämlich, letzte Woche musste ich noch ein paar Sachen aus meiner alten Praxis, weil der Raum stand über ein Jahr leer, musste ich noch Sachen rausholen und war noch mal in meiner alten Praxis und habe so gedacht, Halleluja, was habe ich mir eine Riesenpraxis kreiert und wie viele Monate ich auch daran gearbeitet habe, dass die bis auf den letzten I-Punkt war, die echt auch perfekt, also wir haben auch alle gesagt, was haben sie für eine tolle Praxis, ja, um mir das nochmal klar zu machen, also als ein Bild aus der Praxis, aus der alten Praxis hinzuhängen, um mir meiner Schaffens, meiner Schöpferenergie, meiner Macht, die ich eigentlich, meiner Kreationsmacht, die ich habe, zu danken. Sowas zum Beispiel. Das machst super. Du in den unteren Teil, ja. Diese forever thankful, für immer dankbar, ja. Und also links deine Visionen, ja. Und da kannst du alles finden. Da kannst du, wie gesagt, Postkarten oder auch so in Kneipen gibt's ja mal so Sprüche, Postkarten, wenn da was passt oder aus Zeitschriften was ausschneiden. Und wenn du gar nichts findest oder keine Zeitschriften liest, kannst du dir ein Internet geben, gibst einen Suchbegriff ein, suchst ein Foto und druckst das aus. So habe ich es gemacht. Ich war auch eine Zeit lang, da hatte ich mal ein bisschen Zeit für mich einfach und bin mal so in mich gegangen und habe mir dann auch so mal Gedanken gemacht, was denn auch so, weißt du, so Power-Sätze sind, so Shine Bright oder Never Give Up. Und das habe ich mir alles ausgedruckt, richtig schön. Sieht dann aus wie eine Postkarte, ist aber halt keine. Habe es da auch reingeklebt und mein Lieblingsbild ist tatsächlich das von diesem uralten Indianer, der da sitzt, fast nackt, also der hat so einen Lendenschutz um und der sitzt da mit einem ganz weißen, ruhigen, stimmigen Gesichtsausdruck. Das hat mich so geflasht, das musste auch sofort da rein. Also so deine Zielvision für dich, wie du sein möchtest, ja, aber in sich ruhend? Wenn ich so 70, 80 ja. bin, so möchte ich sein. Ich möchte in mir ruhend sein, ich möchte weise sein, ich möchte, dass man mir das auch ansieht, dass da keine Hektik mehr ist, keine Panik mehr. Darf ich dich fragen, warum erst mit 70? Warum nicht jetzt schon? Ja, ich fange jetzt schon an. Aber um dahin zu kommen, wirklich um dahin zu kommen und das wirklich so wie so ein Yogi, sage ich jetzt mal, dann im Griff zu haben, das sind Wege und das wird dauern und ich freue mich auf diesen Weg. Bin ja jetzt auch schon so, wo ich sage, ich flippe einfach nicht mehr wegen jedem Scheiß aus. Ist mir einfach viel zu kostbar, ne? Und das einfach, das ist so, ja. Und da könnte ich ja zum Beispiel dann auch auf die eine Seite schon machen, Weisheit oder einfach so dieses Ruhige oder irgendwie so, weißt du? Ja, genau. Ja, ganz genau. Oder du machst irgendwie so ein HB-Männchen. Ja, das war ich ja früher. Ich ganz war ja genau. Das HB-Männchen. Und jetzt drückst du den HB-Männchen aus und machst mit einem dicken Edding, streichst du durch und das kannst du schon nach rechts pinnen, weil das hast du schon erreicht, das bist du nicht mehr. Genau, das war ja ich. Und deswegen, es heißt ja auch Vision Board, weil das kommt ja nur, also Vision und Vision kommt von Visere oder irgendwie sowas. Alle Lateiner mögen jetzt verzeihen, das hat aber was mit Sehen zu tun. Mhm. Und deswegen musst du dein Vision Board auch sehen. Macht also Sinn. Nicht nur in die Zukunft zu sehen, sondern auch dein Vision Board zu sehen. Noch ein Tipp, ich arbeite sehr viel mit dem freien, kostenfreien Software im Internet, die heißt Canva, also mit canva.com. Da kannst du nämlich zum Beispiel dir Bilder suchen und gleichzeitig eine Schrift drauf machen. Dann kannst du das so gestalten wie eine Postkarte. Da gibt es ganz viele so Vorideen. Also wenn du jetzt nicht so, ich kann sehr gut nachmachen, aber ich bin in der Hinsicht nicht sehr kreativ. Also brauche ich so eine Vorlage und dann mache ich aber das Foto rein, was ich jetzt gut finde und den Spruch, den ich jetzt gut finde, mit der Schrift, die ich jetzt gut finde. Aber die Aufteilung oder so ist dann schon mal irgendwie so vorgegeben. Kannst aber auch mit einem leeren Blatt anfangen.
Und wenn du da eingibst, die Größe eingibst, dieses 1928x1928 in der Bildgröße, dann hast du genau die Größe eines Desktops von deinem Laptop oder Computer. Ja. Und da kannst du, das habe ich nämlich, da habe ich nämlich mein Vision Board und das habe ich als Desktop-Hintergrund. Wie cool, dann siehst du es auch jeden Tag. Das heißt, sobald ich ein Programm aus habe, sehe ich eigentlich meine ganzen Bilder und dann sehe ich immer so, ah, guck mal, Abu Dhabi, ja, da war ich schon. Das war nämlich ganz krass, also das muss ich ganz kurz erzählen. Ich habe, als ich ich verwechsel dann die Bilder auch immer mal, ne? Also da muss ich ja auch, wenn ich was schon erreicht habe, muss ein neuer Wunsch hin, ne? Ja. Und nur, ich habe jetzt trotzdem noch auch die Korkwand im Schlafzimmer oben, on top noch oben drauf. Ne? Auf jeden Fall, als ich das erste Mal gemacht habe, eben gerade über Canva, über diesen Desktop-Bild, was ich da, oder Wallpaper, oder wie das da heißt, ne, genau. Und da habe ich das gemacht und dann hatte ich irgendwie noch ein so ein Plätzchen links frei und da denke ich, was hätte ich denn noch für einen Wunsch, ne? Und dann fiel mir so ein, ach Mensch, so Ferrari World mit den Jungs da mal auf dieser Highspeed-Achterbahn, das fände ich irgendwie auch total geil. Und da gibt es ja so Fotos, wo dieses Ferrari World von oben, das ist ja wie so ein Dreieck, so ein bisschen so, und dann siehst du dieses Pferdchen, ja, und dieses ganz in Rot. Und pimpt mir das da so hin als Bild. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Tage oder 3 Tage habe ich diesen Desktop-Hintergrund und telefoniere mit meinem Mann, der zu damaligen Zeitpunkt in Kuala Lumpur gearbeitet hat. Und er sagt dann zu mir, du Schatz, das sieht so aus, als dass ich jetzt dann, er läuft jetzt hier aus und ich muss dann jetzt von der Firma aus woanders hin. Und also zur Diskussion steht, jetzt halte ich fest, Melbourne, also Australien oder Abu Dhabi. Oh, wie cool. Und ich so, was jetzt, wie jetzt? Und er hat das nochmal kurz erklärt. Ich sage immer, ob du es glaubst oder nicht. Und dann, wir hatten WhatsApp-Video-Telefonie gemacht. Und ich sage, komm, ich wechsle mal eben meinen Bildschirm. Guck mal, was ich hier gerade gemacht habe an meinem Vision Board. Geil. Und das also, wirklich, war ein Tag oder so. Da war kaum, würde sogar fast sagen, es war derselbe Tag. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ja. Und mein Mann sagt, ach komm, du wolltest doch nie zu mir Ferrari World. Das sage ich aber, wenn ich es dir sage, ich möchte gerne mal diese schnelle Achterbahn fahren. Das hast und du. Und weißt du, wo mein Mann jetzt wohnt? Nee. Und ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist, auf das Leben meiner Kinder, mein Mann wohnt mit seiner Wohnung genau gegenüber von Ferrari World. Geil. Genau gegenüber. Der guckt auf den Balkon und da kannst du dieses rote, das sind Luftlinie für 40 Meter. Du hörst die Leute, wenn du auf dem Balkon sitzt, hörst du die Leute auf der Achterbahn kreischen. Jetzt nicht diese schnelle, er wohnt jetzt auf der Seite, wo so eine andere ist, wo diese zwei parallel fahren, da gibt es ja mehrere Achterbahnen. Aber wie krass ist das? Hast du mir noch, ich weiß es, du hast es im Facebook damals gepostet, wo du ihn besucht hast. Guck mal, ich bin da und da ist Ferrari, weil du warst so voller Freude. Du hast es richtig, gell? Völlig bam, bam, bam. Aber ich war immer noch nicht auf der Achterbahn. Ja, weil wir wollen das mit unseren Jungs zusammen machen. Irgendwie, mein Mann fährt nicht so gerne Achterbahn und ganz alleine wollte ich. Geteilte Freude ist ja doppelte Freude, ne? Genau. Und jetzt habe ich das Bild gewechselt von Ferrari World, habe ich auf meinem Desktop jetzt gewechselt und jetzt habe ich die Rennstrecke. Aha. Und zwar samt Formel 1 Auto, weil ich möchte gerne zum Formel 1 Rennen dahin, nächstes Jahr, also dieses Jahr im Dezember. Und ich war ja schon auf der Strecke, also deswegen nicht nur die Strecke, ich bin auf der Strecke schon gelaufen. Die ist jeden Sonntag und jeden Dienstag für die Öffentlichkeit offen. Da kannst du joggen, das sind 5,2 Kilometer oder so. Kannst dir ein Fahrrad für gratis ausleihen. Sind alle, weiß ich nicht, 500 Meter ist ein Wasserstand. Kannst Wasser trinken, weil es ja so tierisch heiß ist. Also jetzt im Moment ja nicht, aber im Sommer. Ja. Und du kannst joggen. Geil. Krass, gell? Das ist super. Ja, ich finde es cool. Die machen sowieso überhaupt total viel da. Also sehr interessant. Also wenn einer mal nach Abu Dhabi will, ne? Schick uns ein Video, wenn du es machst. Ja. So ein Ding, wenn du in der Achterbahn sitzt. Ja, das will das unbedingt sehen. Nee, das darf man nicht mitfilmen. Das ist verboten. Ah, schade, schade. Ja, ich würde mal gern wissen, was du, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, was denn dein Vision Board ist. Was beinhaltet es uns? Ich bin wirklich so neugierig, dass ich das wissen möchte. Schreib uns das. Nee, weißt du, was noch besser ist? Geht auf Facebook zu der Be You and Be Happy Homepage. Also nicht Homepage, sondern auf der Facebook-Seite. Wie heißt das denn nochmal? Ja, du weißt, was ich meine. Also zu der Seite bei Facebook. Manchmal fehlen mir auch die Worte.
weil du so geflasht bist jetzt. Ich bin immer noch so geflasht von meinen Visions. Ne? Ja, es sind schon ein paar wirklich eingetroffen. Das ist unfassbar. Es ist Magic. Es ist wirklich Magic. Und dann poste doch einfach unter diesem Podcast, wenn der ja veröffentlicht wird, hat der ja immer ein... Genau. Ist er ja immer da aufgelistet. Poste doch einfach in den Kommentar, mach ein Foto von deinem Vision Board und poste das da einfach drunter. Machen wir auch. Machen wir auch, genau. Und ich bin ja sowieso so neugierig, was ihr alles wollt, was ihr euch wünscht, was ihr für Abenteuer noch erleben möchtet. Das ist das, was mich so interessiert an unseren Zuhörern. Weißt du, wie die dann auch so Schritte vorwärts gehen mit uns zusammen. Genau. Das finde ich so spannend und wir kriegen ja auch oft Feedback drüber und viele melden sich ja. Also grandios, lass es uns bitte, bitte wissen. Ich bin so neugierig auf dich. Genau. Und lass mich noch ganz kurz erklären, was dahinter eigentlich liegt. Also der Skeptiker, höchstwahrscheinlich Martin und Martina, werden jetzt natürlich fragen, ja, jetzt mache ich mir so Bilder da drauf und dann, bam, passiert das oder was? ja, manchmal ist es tatsächlich so. Wie gesagt, ne, kaum drauf, schon ruft mein Mann an, ich werde dahin versetzt. Ja. Was dahinter liegt, ist, wenn du daher jetzt ständig drauf guckst, ja, kannst du dir zum Beispiel jetzt vorstellen, du guckst dir dieses Bild an, ja, und guckst dir das an und stellst dir vor, ich sitze in dieser Achterbahn, ja, ich kann mir vorstellen, du hast ja so eine Brille auch auf, weil das ist ja, ich weiß nicht, wie viel G da zu dir kommen irgendwie und die sind ja von 0 auf 250 in 4 Sekunden oder so, ne? Irgendwie so. Schnellster Start ever, ja, und also, dass du für dich dir vorstellst, wie das so ist, diese Freude, die du dabei empfinden wirst, ja. Also höchstwahrscheinlich wird jetzt der eine oder andere sagen, nee, bei so einer Achterbahn nicht. Okay, dann steig auf den Mount Everest oder sonst irgendwas. Oder was weiß ich, geh mal wieder reiten oder Motorrad fahren oder ach, was weiß ich denn, oder segeln oder Hallenhalmer spielen mit dem Ex-Freund. Was weiß ich. Es ist egal, was jetzt deine große Vision da ist. Und dann guck dir dieses Bild an und stell dir vor, du erlebst das gerade. Ja? Verbinde es mit einem Gefühl. Und glaub mir das oder nicht, du musst es ausprobieren, weil ich habe es auch vorher nicht geglaubt. Es wird eintreffen. Ja. Es wird einfach eintreffen. Ja. Weil wir sind eine ganz, 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 ganz große Wunschmaschine. Das ist auch das letzten Endes unser Bewusstsein, dass wir unseren Geist als Instrument benutzen dürfen, als Schöpferinstrument. Das ist was uns eben auch zum Beispiel von den Tieren unterscheidet und auch von den Pflanzen. Wir sind alle Lebewesen, aber nur wir, und das steht schon in der Bibel, nur wir sind nach dem göttlichen Ebenbild erschaffen. Und das ist im übertragenen Sinne gemeint. Gott ist ein Schöpfer, also der sieht nicht aus wie wir, der sieht nicht aus wie ein Mann oder wie eine Frau. Aber er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen, heißt, er ist der Schöpfer und wir sind auch Schöpfer. Mhm. Alles, was er kann, können wir auch. Nur das glauben die meisten nicht. Und schlimmerweise hat man uns ja 2000 Jahre in der katholischen Kirche auch erklärt, dass es Blasphemie ist, irgendwie sowas zu sagen, ja, wie mächtig wir eigentlich sind. Ja? Und das ist, ich finde das total spannend. Und unser Gedanke, kombiniert mit dem Gefühl und der Dankbarkeit, es erreicht zu haben, ist letzten Endes das, was uns zu diesem Schöpfer werden lässt. Und wenn du das mit einem Vision Board machst, ist das mega. Freue ich mich jetzt schon voll drauf. Ich glaube, ich setze mich gleich heute Abend, wenn du weg bist, hin und mach so ein Ding. Wir müssten sogar noch irgendwo Korkplatten haben, wobei ich gerade auch noch eine geile Idee habe. Ja, also ich habe dir zwei Stück gekauft, hat irgendwie eine 3,50 Euro oder so. Das kriegst du ja auch im Baumarkt. Das ist nicht teuer. Ne? Das ist nicht teuer. Nee. Und das ist es. Und dann werde ich das machen, rechts und links. Und dann mache ich das hier von dem Buch raus und klebe das da rein und noch ganz viele Sachen dazu, die ich noch machen möchte. Ne? Eins ist zum Beispiel, das kann ich euch ja verraten, ja eben, ist zum Beispiel, wir haben gesagt, wir drei Mädels, bei uns ist ja noch eigentlich eine dritte mit dabei. Unsere liebe Katrin. Unsere Katrin. Liebe Grüße, Katrin. Ja, die, kann man ja so sagen, ne, für die Ernährung sich da super einsetzt, das völlig im Griff hat und ich würde, also ich kenne also keine bessere. Katrin, ist das mit Herz, mit Leib und mit Seele. Katrin, wir hatten es mit dem Warum ja schon mal. Das ist auch Katrins Warum. Auch weil sie selber so gerne genießt, aber früher auch sehr übergewichtig war und es jetzt versteht, extrem mega zu genießen, super lecker zu kochen und gleichzeitig die Figur aber zu halten. Und wenn sie isst, ich schaue ihr so gern beim Essen zu, weil die zelebriert es, ne? Es ist, ich kenne keinen Mensch, der so lustvoll ist und mit so einer, ach, ich kann es gar nicht sagen, ne? Katrin ist ja meine Freundin von da, wo ich vorher gewohnt habe. Das war ja meine beste Freundin da und wir haben ja, als unsere Kinder klein waren, wir haben wirklich Wochen, Tage
Wochen, Monate miteinander verbracht, täglich, wirklich. Schön. Und wir haben morgens mit den Kindern haben wir was gemacht, dann sind wir zusammen einkaufen gegangen, haben zusammen gekocht und dann zusammen gegessen und nachmittags was mit den Kindern gemacht. Super. Und deswegen, Katrin zu bekochen, ist ein Geschenk. Weil niemand absolut wertschätzt dein gekochtes, wenn es ihr schmeckt, so viel wie Katrin. Das ist wirklich mega, mega. Ja, und auch hier nochmal, danke an Katrin. Ohne dich hätte ich jetzt mit dem nicht angefangen, was ich mache, aber da machen wir noch einen extra Podcast. Genau. Und ja, vielen Dank für deine Hilfe, mich auf den Weg da zu bringen und auch für deine Affenesels-Geduld. Immer wieder meine Fragen auch. Sie beantwortet das ja auch so gern, weißt du, in unserer Gruppe hat sie das ja übernommen mit der Ernährung. Einfach und leicht abnehmen. Genau. Ja. Können wir mal verlinken. Kannst du verlinken, genau. Und ja, super. So, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe gemerkt, dass du den Faden verloren hast. Du wolltest was sagen zum Vision Board, dass du auch Katrin mit, weiß ich nicht, dann vielleicht... Ja, weil wir gesagt haben, wir drei wollen sowas anbieten. Ich kann ja ein bisschen schon verraten, dass wir mal so einen Wochenend-Workshop machen. Neudeutsch-Retreat. Genau. wir wollen für dich einfach ein Wochenende kreieren, wo du dich mit dem Thema Ernährung natürlich auseinandersetzen darfst. Ich werde ein bisschen was mit euch sportlich machen. Das ist nämlich mein neues Standbein, habe ich mir so in den letzten 2 Wochen überlegt. Und natürlich die Sabine, Mindsetterin, die macht dich einfach dann wieder, dass du gute Ideen mitnimmst. Und das haben wir uns überlegt. Und das ist natürlich auch ein Bild, was auf meinem Vision Board dann ist. Und sehr gute Idee, das ja, soll ich auch mal machen, ganz genau. Weil wir gesagt haben, wir wollen zusammen auf einer Bühne stehen. Richtig. Das ist unser Ding. Und das kommt drauf. Wird es eine Bühne drauf machen und die Gesichter von uns ausschneiden. Haha. Und dann wird es so sein. Mega. Und dann machst du dann eine Kopie, machst ein Foto von, schickst du mir und dann drucke ich das auch aus. Und Katrin auch. Dann haben wir alle drei dasselbe. Genau. Ich mache es in unseren Chat rein. Wir haben nämlich so einen Dreier-Chat. Und da, genau. Ja, ganz, ganz große Klasse. Also, das heute das Thema Vision Board gewesen. Also, und ich hoffe, dass es ein bisschen angekommen ist. Und selbst wenn du immer noch zweifelst in deinem Kopf, was ich da total nachvollziehen kann, ganz im Ernst, probier es doch einfach mal aus. Du kannst ja nichts verlieren. Du kannst ja, außer dass du eine Stunde, zwei, drei Arbeit, die übrigens Spaß macht, sich mal für sich überhaupt auch mal hinzusetzen. Also, ich bin ja, mache ja gerade auch noch mal ein großes Coaching, so ein Jahrescoaching, und da haben wir jetzt als Hausaufgabe haben wir auf, da ging es noch mal ums Thema Geld, schreibe 100 Sachen auf, die du für Geld kaufen möchtest, die du haben willst. Oh, interessant. Ich bin bei Punkt 27 und weiß nicht mehr weiter. Na. Ja, also du kannst jetzt nicht schreiben, eine Tischdecke in Rot, eine Tischdecke in Grün, eine Tischdecke in Gelb, gilt nicht, sondern heißt dann eine neue Tischdecke, ne? Okay. Oder neue Tischdecken, also um dann mal jetzt so flapsig zu formulieren. Und ich bin bei Punkt 27. Weißt du nichts mehr. Ja, ich meine, zeigt ja auch ein bisschen, dass ich eigentlich mit dem, was ich habe, schon sehr glücklich bin. Und trotzdem, mein Hirn denkt, boykottiert ständig. Nein, das ist ein Spiel. Ist einfach nur ein Spiel. Du kannst. Und nimm ein Vision Board vielleicht auch einfach nur als Spiel anfangs, wenn du dir das selber nicht vorstellen kannst, dass das so geht. Hol dir Inspiration aus dem Netz. Also ich habe so angefangen, ich habe meine alten Zeitschriften und Reiseführer durchgeblättert. Und dabei sind mir Sachen natürlich über den Weg gelaufen, wo ich gedacht habe, hey geil, das kommt auf mein Vision Board. Ich habe dann im Internet gesurft zu verschiedenen Themen und so kommt es. Nimm dir einfach eine Stunde Zeit, mach schöne Musik an, so habe ich das gemacht. Entspann dich, ich hatte mir einen Tee gemacht und genau, habe einfach mal angefangen. Schön. Genau. Und man kannst du nur auch mit einer Freundin zusammen machen. Ja, also wir Frauen natürlich. Sind ja auch immer sehr kompatibel zu zweit. Nur aufpassen, eben nicht so denken, so, ach, die Freundin denkt jetzt, ich müsste das noch da reinpacken, sondern da, also wenn du das kannst, mit deiner Freundin zusammen und trotzdem bei dir zu bleiben, ist das super. Also wenn es wirklich wertschätzend ist, ja, und die nicht sagt, wie, was schneidest du da aus? Also wenn Martina dann sagt, was schneidest du da aus, Juli? Ja, das ist ja kein, das ist ein doofer Wunsch. Martina, das ist ja völlig unrealistisch. Weißt du was, kannst du heimgehen. Also mit Martina würde ich es vielleicht auch nicht machen. Also Martina, mach es alleine, aber mach es. Genau. Trau dich einfach. Und es geht auch nicht nur um, wie gesagt, es geht nicht nur um Materielles. Es ist natürlich, da wären jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel. Du hast eine alte Klappermöhre, Auto. Mhm. Und du weißt, naja, so, also die nächsten 10 Jahre wird mich das Auto jetzt nicht mehr begleiten, ja? Überleg dir doch mal, was möchtest du denn für ein Auto haben? Was möchtest du denn für ein Auto haben? Möchtest du ein Peugeot oder ein deutsches Fahrzeug oder irgendwie eine amerikanische Karre? Was weiß ich? Oder? Genau, funktioniert auch für die Singles unter euch, ne? Möchte ich mal, ja, möchte ich dir mal kurz auf den Weg mitgeben. Kreier dir deinen Traummann, deine Traumfrau.
Der Schwabe halt. Die anderen kleben. Genau, klebe. Klebe das auf dein Vision Board und es wird passieren. Es passiert. Ja, das ja sowieso. Also da kannst du zum Beispiel auch, wenn du dir jetzt einen Partner suchst, kannst du tatsächlich auch alle Attribute aufschreiben. Also was wäre dir wichtig? Der muss unbedingt Sport mit mir machen und der sollte vielleicht auch nicht, wenn er zu Hause ist, nur vom Fernseher hängen und muss ordnungsliebend sein oder so. Ja, man kann sich tatsächlich sozusagen den Partner backen. Ja, ja? Genau. Und sich immer mit dem verbinden. Richtig. Ja? Weil der ist schon da. Der gibt es ja schon. Der genau. Gibt es, genau. Und, der und wenn du die Energie ausstrahlst, dann kommt das auch zu dir. Genau. Und so ist das eben mit allem. Ob es jetzt ein Auto ist, ein Partner ist oder ein Abenteuer ist oder irgendein Urlaub oder auch, was weiß ich, ein Candlelight-Dinner am Strand, was auch immer deins ist. Du hast keine Grenzen in deinen Visionen. Und selbst wenn dein Denker oben wieder dir sabotiert und sagt, nee, das kannst du niemals erreichen, wie willst du denn Silvester nach Sydney kommen? Mach's einfach. Pin es einfach mal auf dieses Ding. Weil es kann ja gar nichts passieren. Richtig. Es kann nur besser werden. So schaut's aus. Und ich schwöre dir, sobald du merkst, dass du das erste Bild von links nach rechts packst, machst du so, wow. Wenn du das zweite Bild von links nach rechts... Und das heißt, dadurch, dass du immer mehr anfängst, dann noch selber noch intensiver dran zu glauben, wirst du noch schneller deine Bilder von links nach rechts machen. Also, und dann mach immer wieder neue Bilder links, ne? Du brauchst... Weil sonst ist es auch irgendwann wieder... Ne? Also im Endeffekt tot. Eine never-ending Bucketlist. Yes! In Bildformat. Absolut. So genau. Ist das. Ja, Mensch, Juli. Tja, heute. Spitzenmäßig läuft, ne, würde ich sagen. Absolut. Vision Board, perfekt. Alles klar. Dann würde ich ja sagen, bastel einfach mal schön und mach damit mal den ersten Schritt. Und werde der Meister deines Lebens. Gehab dich wohl. Tschüss. Ciao. Vielen Dank für dein Interesse. Wir hoffen, du hattest tolle Erkenntnisse für dich, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns doch einfach unter info@sabine-schade.com. Alle Links zu den angesprochenen Themen und Büchern findest du in den Shownotes. Toll wäre es, wenn du unseren Podcast abonnieren könntest und wenn er dir gefallen hat, dann lasse doch bitte auch eine Bewertung da. Sage es auch deinen Freunden weiter, denn es wird eine tolle Welt, wenn jeder mit sich in Liebe und Frieden ist. Bis zum nächsten Mal. Deine Biene und Juli.